Hallihallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gastzock auf Nekrums Channel und wir haben immer noch Freude an Good Company. Ja, ich muss gleich mal mit einem Geständnis starten, denn wer jetzt in der Playlist weiter vorangeschritten ist und gemerkt hat, Moment, das Auge am Himmel war doch noch nicht fertig, sie wollte doch noch zwei Trophäen holen. Ja, ich hatte einen kleinen Aufnahmecrash und wie ihr hier rechts unten sehen könnt, habe ich mir die zwei Trophäen zwar noch ergattert, aber es hat mit der Aufnahme leider nicht so richtig geklappt. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach die Freiheit raus, euch zu zeigen, ich habe es geschafft und aber dann mit euch gemeinsam zum letzten Level überzugehen. Denn das hier hinten ist nicht mehr Kampagne, sondern Herausforderung. Ich habe ja gesagt, wir spielen die Kampagne durch. Das bedeutet, nachdem wir tatsächlich das Auge am Himmel, ich zeige es nochmal, tatsächlich erfolgreich mit allen drei Trophäen abgeschlossen haben, machen wir weiter mit den Sommer-Cyberspielen. Ein letztes Wort noch zu das Auge am Himmel. Tatsächlich war es so, als ich dann mal die Produktion umgestellt hatte für diese 20 Kameradrohnen pro Monat, also Trophäe 2 und 3 gingen dann wirklich ratzfatz. Also das war dann nicht mehr schwer. Ich fand die erste Trophäe tatsächlich am schwierigsten und am aufwendigsten. Aber genug dazu. Wir gehen weiter zu den Sommer-Cyberspielen. Das ist ziemlich schwierig zum Aussprechen. Und schauen uns mal an, was dann heute unsere Aufgabe sein wird. Der dunstige rosa Smog ist schmerzhaft vertraut. Das ist Bloomville, die Hauptstadt von Good County. Das Festival der Sommer-Cyberspiele ist in der Stadt und so herrscht hier ein reges Treiben. Eine spektakuläre Präsentation von Technologie und Sport steht kurz vor der Eröffnung und die Bürgermeisterin braucht deine Hilfe. Wunderbar, alle sind auf uns angewiesen, so gefällt mir das. Also unsere drei Trophäen wie immer. Verkaufe mindestens 40 Robo-Assistenten. Und dann verkaufe mindestens 5 Robo-Assistenten mit einer Rechenleistung von mindestens 6,0 pro Woche. Und last but not least, verkaufe mindestens 5 Robo-Assistenten mit einem polierter Roboter-Gehäuserahmen pro Woche. Okay, das heißt, wenn wir dann gleich in die Forschung gehen, müssen wir auf Rechenleistung und Roboter-Gehäuserahmen schauen. Das sollten wir hinkriegen. Ich bin gespannt. Willkommen in Bloomville. Ist das die nette Bürgermeisterin? Noch so ein Bastler aus der Provinz, wie unhöflich. Ja, mit Höflichkeiten hat es eh nicht am Hut, das überspringen wir mal gekonnt. Die Sommer-Cyberspiele stehen kurz vor dem Anpfiff. Okay, warum auch immer, wir brauchen jetzt mittlere Schrittantriebe. Mhm. Ja, also tatsächlich ist unser erstes Ziel jetzt mindestens 50 mittlere Schrittantriebe herzustellen. Scheinbar ohne Zeitziel. Und danach brauchen wir Roborohrreiniger. Okay, alles klar, wir legen wie immer los. Hildegard geht raus, okay. Wir haben hier erstmal... Ach, das sieht ja mal... Das sieht ja nice aus. Nicht nur die übliche langweilige Nachbarschaft. Cool. Ja, wir haben einen auffällig großen Lieferbereich. Ich würde... Oder er kommt mir zumindest größer vor. Die Halle ist gut geschnitten. Wir gehen jetzt hier auf Pause und schauen mal, was wir für den mittleren Schrittantrieb brauchen, beziehungsweise wo wir den bauen können. Mit der Mechanikwerkbank. Okay, wahrscheinlich haben wir wieder ein paar Zulieferteile. Ich sehe schon kommen, wenn ich hier jetzt anfange, dann wird es nachher wieder total ausufern. Ich gehe mal in den Hallenbereich hier. Und dann gehe ich davon aus, wir haben ja wieder ein paar Schritte, die wir davor erfüllen müssen. Vermutlich, bis wir zu diesen Schrittantrieben kommen. Mittlerer Schrittantrieb, habe ich gesagt, ne? Okay, das heißt, wir müssen einen kleinen Schrittmotor und diese Mechanikteile bauen. Leute, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Ich hole euch wieder dazu, wenn es steht. Bis gleich.
So, willkommen zurück. Das war jetzt mal ratzifatzi. Wir brauchen tatsächlich nur ein Zulieferteil, und zwar Metall. Und kommen mit diesen wenigen Vorschritten dann letztendlich zu diesen mittleren Schrittantrieben, die wir bauen sollen. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir das erste Ziel recht zügig erreichen. Ich schaue schon mal hier auf die Forschung. Oh, da ist ja schon alles abgeschlossen. Okay, das bedeutet, Forschung wird nicht unser Problem sein dieses Mal. So, noch mal ein bisschen schneller hier. Ach, dir fehlt... Du hättest gerne von dort Metall. Das bedeutet, wir dürfen jetzt schon den ersten Logistiker einstellen. Okay. Ich helfe mal kurz aus, damit es hier vorangeht. Ach, wo nimmst du dein Metall her? Hier? Ah ja, scheinbar. Gut. So. Okay, wir brauchen wohl etwas mehr Metall. Also ein Logistiker ist jetzt scheinbar schon völlig überlastet. Wir nehmen gleich den zweiten dazu. Frag mich jetzt gerade, wir sollen das nur herstellen, aber nicht verkaufen, oder wie ist das? Schauen wir doch schon mal, was als nächstes kommt. Robo-Rohrreiniger. Ach, der wird eh gleich erst freigeschalten. Das heißt, wir lehnen uns zurück. Ich gehe mal für euch in den Schnelldurchlauf. So, die 50 haben wir gleich. Ich muss sagen, das war jetzt recht stressfrei. Ihr seht auch, ich habe nicht wirklich viel ihr habt gesehen, in der Zwischenzeit habe ich nicht wirklich viel geklickt. Mir ist nur aufgefallen, bevor wir gleich gucken, was er hier zu sagen hat, seit wann haben denn die Logistikmitarbeiter gelbe Mützchen auf? Das ist doch neu, oder? Und seit wann habe ich beim Inventar Mülleimer? Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, ich muss noch mal meine alten Videos angucken. Naja, egal. Weiter in der Story. Was zum Geier ist das alles? Einmal verlaufe ich mich in der Stadt und schon treffe ich dich wieder. Das kann doch kein Zufall sein. Der gute Mann von Das Auge am Himmel macht Urlaub, okay. Und es stinkt wohl ganz fürchterlich in der Stadt. Und es liegt wohl an verstopften Abwasserrohren, okay. So, Robo-Rohrreiniger soll ich jetzt auf den Markt bringen.
Dann gehen wir doch mal hier ins Analysebrett. Und sollen wir das dann gleich mit dem polierten Robotergehäuserahmen machen? Weil das ist ja am Schluss unsere Aufgabe. Da müsste man nicht 5000 Mal die Produktion umstellen. Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn wir dann schon... Können wir schon veredeltes Holz herstellen? Das schauen wir mal kurz. Veredeltes Holz habe ich noch nie gemacht. Ah, an der Präzisionswerkbank geht es. Ja, komm, dann machen wir das gleich. Berücksichtigen wir gleich. Finde ich gut. Produkt erstellen. Und was hatten wir noch? Rechenleistung sollten wir ja auch gleich. Zwei Fliegen mit drei Klappen oder so. Hey, hey, hey. Clementine. Ich mag die Farbgebungsnamen. Wir nehmen mal Korallen klar. Ja gut, legen wir mal los mit dem einfachen Getriebe. Minus 1,4. Und es ist gelb. Ach, das andere ist wahrscheinlich ziemlich schwer, ne? Ja, guck mal erstmal. Okay, mittlerer Schrittantrieb haben wir jetzt ja schon einige gebaut. Oh, das sollte man nicht machen mit dem Ding. Das ist ja brutal. Wir nehmen das Gelenksegment. Das ist mir lieber. Und das ist so, du musst hin. Hier. 1,4 von 3. Aber es ist erfüllt. Ist okay. Mittlerer Schrittantrieb. Zack. Uiuiui. Kommen wir damit. Moment mal. Stufe 7. Ach, Moment, da steht es ja. Mobilität 3. Geschwindigkeit 1. Mobilität interessiert uns da rechts scheinbar gar nicht. Und Geschwindigkeit sind wir hier bei 1 beim Motor, beim großen bei 4,9. Hullala. Und der mittlere Elektromotor. Geschwindigkeit 3. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Ja, das Ding soll sich ja auch verkaufen. Okay, Batterien. Batterie-Matrix, okay. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an, ein bisschen gleich das Beste vom Besten zu bauen, aber hey, da muss ich nicht wie immer fünfmal die Produktion umschmeißen. Ich finde es gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Schaltungen. Da brauche ich eine Logikschaltung. Das sieht doch eigentlich ganz geschmeidig aus, wenn wir die Variante nehmen. Die Variante. 3,9 von 8,0. Rechenleistung 4,4, 2,7. Dann bauen wir doch lieber die Steuereinheit. Und davon dann hoffentlich nur eine. Ist okay, ist okay. Visuelle Sensoren. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass nicht hier, also dass sich dieses Icon nicht hier wiederfindet, weil man muss schon ein bisschen gucken. Also es ist ja mal auf hohem Niveau, alles gut. Aber man muss schon ein bisschen gucken, was ist da jetzt was. Das könnte man leichter machen. Niedrig auflösende Kamera. Also ich finde hier 4,0
beschichtetes Glas. Brauch mal eh. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich gebe es zu. Mal gucken, ob alles reinpasst. Der Marktanreiz ist so lala. Montagezeit 1,9 Tage. Mhm. Wo könnten wir denn noch? Flexibilität könnte noch erhöht werden. Ach, das sieht doch so ganz nett aus, oder? Ein Tag dauert die Herstellung einer Mechanikwerkbank. Ja, das machen wir so. Der Master Flash Limited. Ja, die Namensgebung gefällt mir schon. So, dann kann ich die ganzen Antriebe eigentlich verkaufen. Leute, dann machen wir es wieder so. Ich ziehe die Produktion hoch und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, die Produktion steht. Also zumindest stehen mal alle Tische und überall habe ich Mitarbeiter eingestellt. Ich sehe hier und da schon erste Probleme. Vor allen Dingen glaube ich, dass die Logistikmitarbeiter kaum hinterherkommen, obwohl ich echt viele habe mittlerweile. Stellen wir mal noch zwei ein. Weil das Umverteilen von den Waren klappt natürlich noch nicht so richtig, leider. Ich zeige euch das mal gleich. Ich stelle hier noch den kleinen Schrittmotor auf Verkauf. Den mittleren können wir doch bitte auch noch verkaufen. Dann haben wir wieder hier mehr Platz in den Regalen. Neue Regel. Mittlerer. Verkauf. Gut. So, ich stelle jetzt hier schon mal Förderbandteile her. Damit, das zeige ich euch als erstes. Denn ich glaube, das wird noch ganz schön groß. Ich glaube, wir werden noch die anderen Gebäude dazu kaufen. Und dann brauchen wir Förderbänder, bin ich mir ganz sicher. Du stellst noch die Dinger her, sollst du gar nicht. Moment. Du könntest herstellen das da. So, wir haben einen Metallrohrmangel. Dann stellen wir doch hier hinten gerade noch mal welche her. Das baue ich jetzt noch schnell ein. Metallstab. So. Gut, wird schon. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Hier hinten habe ich angefangen mit den Montagetischen. Ich habe gleich mal 3 Stück gestellt. In bester Hoffnung. Und dann haben wir hier den Gehäuserahmen. Und das Witzige ist, damit man einen polierten Robotergehäuserahmen bauen kann, braucht man erstmal einen normalen Robotergehäuserahmen. Und auch das Holz macht 2 Entwicklungsstufen durch. Also es war hier alles, was gelb ist, inklusive diesem Chemietisch hier, dient eigentlich nur der Gehäuserahmenherstellung. Und hier ist so meine Batterieecke. Und von dem Plastik dort drüben partizipieren noch die, die Hersteller von, wie heißt das doch gleich, von der Steuereinheit beziehungsweise von der Logikschaltung. Genau, die Logikschaltung braucht nämlich Plastik und Leiterplatten. Und ich sehe schon, dass mit der Umverteilung hier, da muss ich das gleich noch setzen mit Quelle und Ziel. Sonst wird das nichts. Und hier muss ich mal, glaube ich, gleich ein paar Einzelbatterien. Ach nee, muss ich nicht. Das macht ja hier... Okay. Ich nehme es zurück. Okay. Hier habe ich meine Kamera, also meinen Sensor.
Und dafür braucht man unter anderem dieses beschichtete Glas. Deswegen steht es hier bei der Chemie, weil wir die brauchen, zusätzlich zum Glas. Wieso werden hier deine mehrlagigen Leiterplatten nicht verbaut? Wo kommen die denn hin? Oh, Verzeihung. Braucht er sie hier nicht? Nee. Tja, vielleicht liegen die da ganz richtig. Egal. Okay. So viel dazu. Und hier habe ich zwei Mechanikwerkbänke benutzt, um das Gelenksegment herzustellen. Die brauchen die gleichen Zuliefererteile wie die Schrittantriebe. Insofern passt das ganz gut. Und hier drüben wird dann Schritt für Schritt, man braucht ja erst einen kleinen Motor, dann macht man daraus einen mittleren Motor und dann macht man damit einen großen Motor. Das wird hier gemacht. Und ich sehe schon, neben Metallrohren fehlen uns auch Schrauben. Das heißt, ich werde hier auch noch ein Schraubenherstellerchen hinsetzen. Und du brauchst dann noch einen... Nö, du kannst deine Schrauben dann hier hin tun. Das passt. Prima. Hildegard, lauf mal durch deinen Betrieb. Da oben fehlt der große Elektromotor. Haben wir denn noch gar keinen? Doch. Moment, haben wir nur einen mittleren verbaut? Obala! Zack, weg. Der mittlere reicht, alles klar. Alles klar. Tja, dann können wir die großen verkaufen. Und dir fehlen Metallrohre, damit du es herstellen kannst. Dann lege ich doch mal kurz welche rüber. Und da wird schon der erste gebaut. Ha! Schön. So, hier kommt noch der Schrittantrieb. Jetzt verkaufen wir die zwei großen Motoren. Hoffentlich will die jemand. Verkauft, das können wir rausschmeißen. Und dann müssen wir natürlich noch unseren tollen Roboter. Eieiei, wir machen Verlust ohne Ende. Es wird Zeit, dass das hier ins Laufen kommt. So, wie viele 50 Förderbandteile hast du gebaut? Ich glaube, das reicht erstmal. Du könntest mal zwischendurch helfen, den mittleren Motor zu bauen. So, jetzt... ich muss es jetzt mal kurz hier alles wegklicken und dann nur noch das, was neu reinkommt, beachten. Das wird mir nämlich sonst zu viel... Chemisches Gemisch haben wir zu viel. Könnten wir verkaufen? Bräuchten wir mal noch einen Lieferbereich hier? Oder wir warten, bis der große Motor weg ist? Wir warten mal, bis der große Motor weg ist. So machen wir das. Werden eigentlich diese Dinger hier verkauft? Ja, scheinbar. Bei Forschung haben wir ja festgestellt, brauchen wir irgendwie nicht. Deswegen kann man natürlich auch mit den überflüssigen Teilen nicht viel anfangen. So, was hast du denn? Zu viel doppeltes Batteriepack, zu viel beschichtetes Glas und ein Engpass an poliertem Holz. Okay, dann bauen wir hier doch eine Kurierpalette hin. Und sagen, beschichtetes Glas darf hierher. Und die doppelten Batteriepacks. Und von diesen hier hatten wir zu viel. Und die können wir alle verkaufen. Machen wir mal 70% jeweils. So, Bauchgefühl. Dann hoffen wir mal, dass es sich überhaupt verkaufen lässt. So, 6 von 50 haben wir verkauft. Jetzt gucken wir mal, was mit dem polierten Holz los ist. Dir fehlt dieses chemische Gemisch und davon gibt es hier viel zu viel. Da müssen wir sagen, das ist die Quelle. Und
Das ist das Ziel. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser flutscht. Engpass kleiner Elektromotor. Und wir produzieren viel zu viele Leiterplatten. Kann man auch verkaufen. So können wir unseren Verlust auch ein bisschen bremsen und rutschen nicht ganz so schnell in den Keller. Zumindest in der Theorie. Also ich muss sagen, dieses mit Ziel und Quelle, das scheint tatsächlich zu helfen. Habe ich zumindest den Eindruck. So, Motoren haben wir massig. Könnten wir auch mal verkaufen dann. Schadet ja nicht. Und dann machen wir aber nur 50%. So, Gehäuserahmen scheint ein bisschen eine Engstelle zu sein, beziehungsweise Batteriematrix. Aber im Wesentlichen könnten wir hier noch eine zweite Montage aufmachen. Dann sind wir schneller am Ziel. So, willkommen zurück. Wir haben hier 47 von 50 Robo-Rohrreinigern verkauft. Und tatsächlich haben sich so ein paar Schwachstellen in der Produktion gezeigt. Zum einen braucht die Batteriematrix zwei einzelne Batterien und ein doppeltes Batteriepack. Und da die gute Dame mit den Doppelbatteriepacks genauso schnell ist wie die mit den Einzelbatteriepacks, hat die mir immer alles schon verbaut und der hat für die Batteriematrix nichts bekommen. Deswegen habe ich da jetzt hier zwischendurch umgeswitcht. Ich muss gleich noch nach einer langfristigen Lösung dafür suchen. Aktuell darf der Leiterplattenhersteller nämlich auch noch Einzelbatterien herstellen, da wir sowieso viel zu viele Leiterplatten hatten. Aber das muss ich jetzt gleich wieder ändern. Aber mal schauen. Mal schauen, wie wir hier weitermachen. Ich ändere das jetzt nochmal. Hier habe ich übrigens nochmal Schrauben und nochmal Rohre herstellen lassen, weil wir haben immer noch einen Mangel. Das ist gerade brutal. Und ja, also die Engstelle ist die Batteriematrix geworden, ganz eindeutig. Von allem anderen haben wir einen Überfluss. Aber die Batteriematrix, die hat geschwächelt durch dieses Batterie-Einpack-Zweipack-Thema. Ich glaube, ich werde jetzt hier auch noch, bevor ich hier weiterlese, eine dauerhafte zusätzliche Batterieproduktion hinstellen. Ich glaube, das lohnt sich. So. Und da geht es auch schon voll ab. Prima. So, dann schauen wir mal. Der junge Mann vom Flugplatz. Haha, durch Rohre zu krabbeln ist fast so gut wie fliegen. Mhm. Ah, schön, ganz nebenbei erfüllen wir gerade das nächste Ziel. Weil er die hier herstellt. Er kann nur gerade nicht, weil es zu voll ist. Deswegen entlasten wir das mal kurz. Und lagern das einfach hier zwischen. So. Frau Bürgermeisterin, der Bastler vom Lande, ja, danke schön. Und jetzt kommt das ernstere Problem. Einer unserer Hauptlieferanten für die Cyberspiele hat es versäumt zu liefern, okay. Sie braucht alternative Lösungen, einfache Schaltung und zwar pronto, ja, gerne. So, und zwar 40 pro Woche. Er schafft rein rechnerisch, er braucht 0,6 Tage. Das heißt, er kann die 40 definitiv nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen noch eine Elektronikwerkbank. Ah, es wird schon wieder so voll hier, ey. Womit haben wir jetzt den Meilenstein erreicht? Kann mir das noch kurz jemand sagen? Moment, eins nach dem anderen. Einfache Schaltung.
4 von 40. Ja, in diesem Tempo werden wir nicht in der Lage sein. Okay. Ah ja, ich gewähre Ihnen Zugang zu einer anderen Einrichtung. Was war das gerade? Okay. Die bereits mit Bestückungsmaschinen ausgestattet ist. Okay. Jetzt gucken wir erstmal ganz in Ruhe. Tja. Stelle mindestens 40 einfache. Also ich glaube ja, hier ist ein kleiner Fehler. Sorry, bei 40 pro Woche habe ich nicht hergestellt. Keine Ahnung. Egal. Weil jetzt hier. Hier ist nochmal das gleiche Ziel und ich habe jetzt nur 13 von 40. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Jetzt schauen wir mal, wo diese neue. Ah ja. Ach, die sehen ja fancy aus. Bestückungsmaschinen, okay. Pick and play circuit board, whatever. Okay, man steckt da Metall und Plastik rein. Die Leiterplatte fährt dann darüber und man muss dann nur noch Elektronikteile zufüttern. Verstehe ich das richtig? Das sieht doch eigentlich recht easy peasy aus. Und steht direkt im Lieferbereich. Was spricht denn jetzt dagegen, wenn ich hier einfach eine Kurierplatte herstelle? Am besten so. Plastik, Metall und Elektronikteile brauche ich. Plastik, Metall. Elektronikteile. Ich sag okay und dann muss ich doch nur noch hier für die Zone einen Logistikmitarbeiter. Man darf dann hier die Logikschaltungen drauflegen. So. Aha. Das sieht ja cool aus. Zack, zack, zack. Ah, okay, ich sehe schon, wir brauchen zwei Mitarbeiter. Wieso holt er das jetzt nicht raus? Einfache Schaltung. Habe ich da was Falsches gemacht? Einfache Schaltung. Ich hole mir mal die Förderbänder. Vielleicht muss ich da noch irgendwas dran bauen und check's nur nicht. Also Förderbandteile meine ich. Kann ich das so? Nee. Ich könnte doch auch eigentlich ein. Was macht denn der automatische Befüller? Nimmt Gegenstände von einem Förderband und platziert sie in einem Inventar. So. Und dann. So. Ihm fehlen Elektronikteile, Eingangsmaterial benötigt. So, jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass sie da hingehen, die Elektronikteile rausholen und dann da reinstecken.
Aha, wenn wir jetzt hier Verkauf machen, dann füttern sie das auf einmal. Gut, immerhin. Erklärt mir immer noch nicht, warum sie da diese Elektronikteile nicht selber reinstecken. Okay, faszinierend. Ja, hat geklappt. Gut. Programmierbare Schaltungen sollen wir jetzt herstellen. Und sie empfehlen mehr Bestückungsmaschinen. So, wenn es jetzt auch noch funktionieren würde, ohne dass ich bestücke, dann wäre das ein Träumchen. Aber ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr in dem zweiten Teil dieses Levels dann wieder einschaltet. Und dann schauen wir doch mal, ob wir die Bestückungsmaschinen in den Griff kriegen. Ich bedanke mich. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Abonniert doch gerne den Kanal und seht dann noch mehr. Wir wollen demnächst ein neues Spiel anfangen, denn mit Good Company sind wir ja bald durch. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Ciao, ciao.